Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Heute nicht in meinem Garten, sondern draußen, vor meinem Garten. Vor meinem wunderschönen Heckenkürbis oder Kürbishecke, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und alle, die vorbeigehen, die suchen sich hier die Früchte ab. Und die dürfen sie natürlich auch gern ernten. Also alles, was außerhalb hängt, das dürfen die sich mitnehmen. Aber einen haben die noch nicht entdeckt. Der hängt hier mitten im Grün dazwischen und den werden wir auch gleich wieder zumachen. Vielleicht hat mal einer Glück und entdeckt den und kann dann mal einen größeren Kürbis ernten, weil die meisten, die wären bloß so Tischtennisball groß. So, was habe ich mit dir heute vor? Wenn du möchtest, kannst du einmal mit reinkommen in meinen Garten und ich werde mal einen kleinen Gartenrundgang machen. Jetzt fragst du dich natürlich, jetzt im September mit einem Gartenrundgang anfangen. Ja, das ist tatsächlich mein erster Gartenrundgang, den ich mache. Und wir haben heute den 11. September. Und nun bin ich selbst gespannt, was es alles zu entdecken gibt. Also erstmal siehst du hier auf der rechten Seite unsere kleine Oase zum Erholen. Ein paar schöne Blumen rechts und links, dass man immer mal einen Blumenstrauß binden kann. Und auf der anderen Seite ist dann unser Gemüsegarten und dort hinten in der Ecke sind unsere Hühner. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, hier vorne. Genau, hier. Hier war mal unser Gurkenbeet und da muss ich jetzt nur noch die Bewässerung hier rausnehmen, diese Bewässerungsschläuche. Die habe ich in diesem Jahr leider gar nicht gebraucht, so wie ihr vielleicht auch. Denn es hat genügend von oben bewässert. Dementsprechend war aber auch die Gurkenernte richtig gut. Ups. Da habe ich noch eine vergessen. Ja, die hat sich irgendwie noch hier versteckt. Ja, war nur noch die eine. Genau, hier schauen wir mal als nächstes. Und zwar zu den Paprika. Ich habe mir der Henry einen tollen Tipp gegeben. Da hat er mir einen Link gesendet von einem Video von Helga Wagner, eine alte Biogärtnerin. Und die hat halt empfohlen, bei Paprika immer zwei Pflanzen zu setzen. Das habe ich dann auch getan. Sie hat nicht gesagt, warum. Sie hat nur gesagt, das ist anders. Ja, anders ist es. Eine Pflanze ist hier, mal sehen, ob man das hier erkennt. Also hier, das ist die eine Pflanze, die ist so klein geblieben, wird im Prinzip unterdrückt. Und die zweite Pflanze, die ist ja richtig hoch geworden. Und obwohl die kleine Pflanze auch riesengroße Früchte dran hat. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erfahren werde, was Helga Wagner sich dabei gedacht hat. Dort hinten habe ich noch eine zweite Pflanze, da ist es ganz genauso. Eine ist ganz klein geblieben und die andere umso kräftiger. Was aber nicht heißt, dass die Pflanzen, die ich einzeln gesetzt habe, dass die nicht auch kräftig sind. Also diese hier, die ist auch groß und kräftig und ja, im Endeffekt sogar noch höher. Wenn da einer eine Antwort drauf hat, dann kann er das gern mal unten in die Kommentare reinschreiben. Daneben meiner Paprika, da siehst du noch den Mangold. Die Fußgänger, die hier immer vorbeikommen, da, die freuen sich, oh, ist das ein schöner Rhabarber und kann man den noch essen? Also der Rhabarber ist Mangold, hatte ich letztes Jahr schon angebaut, habe den so als Spinat gemacht, das war nicht wirklich mein Fall. Mangold schmeckt so ein bisschen erdig und war nicht so toll. Vorgestern habe ich das auch wieder als Spinat gekocht, auch die Stängel klein geschnippelt und zusammen mit Lachs, also so ähnlich wie Spinat mit Lachs zubereitet. Und das war schon eine Ansage. Also das hat auch meine Familie gegessen, aber den Mangold rein als Spinat, da ziehe ich jeden Spinat vor. Meine Hühner mögen inzwischen auch Mangold, also immer wenn sie kein anderes Grün haben, dann essen sie auch Mangold. Aber wenn sie frisches Grün zu picken haben, dann lassen sie die Stängel links liegen. Hühner gucken wir gleich nochmal an.
So, wo gehen wir mal weiter? Das, was ihr hier in den Reihen hier seht, da habe ich verschiedene Varianten an Gründünger ausgebracht. Ein Streifen Senf, Gelbsenf, dann die Phacelia, die da hinten noch mal schon größer ist. Phacelia tanacetifolia, der Bienenfreund. Und dann hier noch eine Reihe mit der Lupine. Hier siehst du meine zweijährigen Erdbeeren. Irgendwann, wo ich mit dem Gärtnern hier angefangen habe, da dachte ich, Folie drunter, das ist super, da kann kein Unkraut hochkommen. Ist auch richtig, da kommt kein Unkraut hoch und auch die Senker, die können sich nicht so schnell einwurzeln. Aber ansonsten ist der Boden darunter konserviert, fest. Das ist keine gute Sache. Ich habe es jetzt vor 2 Jahren nochmal raufgepackt und ich dachte mir, wenn ich jetzt nochmal ein Video mache, dann könnte ich einen Vergleich bringen. Die Erdbeere Folie drunter und im Vergleich dann auf der anderen Seite mit Stroh. Stroh ohnehin besser. Die heißt ja Strawberry, also muss da von der Geschichte her Stroh unter diese Beere. Die gibt der Nährstoffe, die Früchte liegen nicht im Dreck und das ist aber wirklich deutlich besser. Da sehen die Pflanzen, die erst ein Jahr stehen, kräftiger und gesünder aus als das hier auf dieser Folie. Kann ich dir nicht empfehlen. Also, ich sage ja immer ausprobieren, aber das musst du nicht ausprobieren mit der Folie, das kannst du einfach lassen. Ja, dann siehst du hier, vielleicht kennst du es noch aus meinem Video, wo ich hier Kartoffeln geerntet habe, etliche Kilo. Und das ist schon herrlich mit Phacelia bewachsen. Unkräuter kommen da drin auch hoch, die können gerne weiter wachsen. Interessante Unkräuter auch dabei. Und von den Erdbeeren mache ich gleich noch einen Schwenk. Warte, ich gehe einfach mal aus dem Bild. Mache ich gleich noch einen Schwenk zu meinem Kürbis. So sieht nämlich die Kürbishecke von innen aus. Also die hat sich wirklich allein da hochgerankelt. Der eigentliche Standort ist da hinten in der Ecke am Komposthaufen. Das sind zwei Pflanzen. Die eine, die geht hier durch den ganzen Garten durch bis zum Gewächshaus und die andere hat sich halt den Weg genommen über die Hecke lang, hier auch komplett durch das Gebüsch durch. Und es ist wirklich so, also wenn du bei mir vorbeigehst, alles, was auf der anderen Seite vom Grundstück wächst, kannst du gerne ernten. Habe ich gar kein Problem damit. Ich habe hier noch genug. Siehst du noch mal herrlich die Ernte. Hier fängt sogar schon einer an, sich hier oben ein Loch durch zu buddeln. Mal gleich hier wieder zumachen. Also die Traube, ja, liebe Vögel, die gehört mir, damit ihr Bescheid wisst. Weil wirklich schön und sonnengereift. Und den kompletten hinteren Bereich, den habe ich halt für die Vögel gelassen. Und die haben auch schon kräftig zugeschlagen, wie man sieht. Also denen ihre Ecke ist schon fast komplett abgeerntet. Jetzt guckt ihr mal das Elend hier an. Also die Tomaten, die haben es wirklich geschafft. Aber die haben mir auch lange die Treue gehalten. Ich habe jetzt die Pflanzen extra noch stehen lassen. Normal hätte ich die schon abgeräumt. Die letzten zwei, drei Tomaten, die man noch essen kann, die hätte ich noch geerntet. Aber ich hatte die ganze Zeit vor, machst du mal einen Gartenrundgang, kannst du verschiedene Standorte zeigen. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Vielleicht hast du es in meinem Tomatenvideo gesehen. Hier unter den Tomaten standen Kohlköpfe. Spitzkohl, Weißkohl, Kohlrabi. In Paarung mit Salat. Salat war deswegen mir ganz wichtig, weil ich gelesen habe, dass der Salat die Kohlfliege, also diese kleinen weißen Fliegen, vertreibt. Und das kann ich dir sagen, das hat hervorragend funktioniert. Ich habe wirklich keine oder kaum diese Kohlfliegen dabei gehabt, wo in den Jahren davor hier alles geflattert hat. Und jetzt hatte ich zwei Sorten Weißkohl. Die eine Sorte Weißkohl, die ich hier gepflanzt habe, die hatte gar keine Probleme mit dem Kohlweißling, also diesem weißen Schmetterling, wo die Würmer, die Mahnen, die ganzen Kohlköpfe
Mahnwürmer, Quatsch, wo die Raupen die ganzen Kohlköpfe wegknabbern und das, was die Raupen nicht schaffen, das erledigen dann noch die Schnecken. Jedenfalls die Sorte, die ich hier in dem Beet bei den Tomaten drin hatte, die war nicht befallen. Und jetzt hatte ich dummerweise da beim Kohl keine Steckschilder reingemacht, weil es mir doch egal, wie diese Kohlsorte heißt. Und dann war ich schon ganz verzweifelt, das hätte ich mir endlich mal merken können. Und brauchte ich mir aber auch nicht merken, also es waren beide Sorten schmackhaft, der eine, der da hinten steht und die Sorte, die nicht befallen wurde. Der Grund, warum die nicht vom Kohlweißling befallen waren, waren die Tomaten und nicht die andere Kohlsorte. Es ist tatsächlich so, dass der Geruch von den Tomaten den Kohlweißling, also den Schmetterling, irritiert und der fühlt sich hier nicht wie bei seinem typischen Kohlgeruch und legt hier keine Eier ab. Also hier sind zwar immer wieder welche rumgeflogen, aber die sind auch weitergeflogen. Die sind nämlich da hinten gelandet. Dafür war der Kohl da hinten doppelt so doll mit Kohlweißling befallen. Da habe ich auch schöne Fotos gemacht. Im nächsten Jahr kommt ein Gartentipp mit Kohlanbau und da kann ich wunderbare Exemplare vom Kohlweißling zeigen. Also hier konnte ich ganz problemlos alles abernten und der Kohl dort drüben, den zeige ich dir mal, der hat es auch überstanden, trotz Kohlweißling, trotz Schnecken. Schauen wir mal rüber. Die befallenen Blätter, die habe ich ringsherum abgebrochen, habe die auch unten liegen lassen, sozusagen als Mulch. Und die Schnecken, die dann da waren, die haben sich auf die gammligen Blätter draufgestürzt. Und der Rest vom Kohl, der hatte Gelegenheit, sich wieder zu erholen und konnte wunderbar wieder nachwachsen. Ich gehe noch mal einmal ein Stück dichter dran. Ja. Und ich sag mal, jetzt noch ein paar Wochen, wenn es noch ein bisschen warm ist, dann kann er noch nachwachsen. Und wenn er nicht jetzt großartig wächst, also kann man schon mal schön in Kesselgulasch mit reinmachen. Das ist schon mal eine leckere Geschichte. Hast du Lust, mal mit ins Gewächshaus reinzuschauen? Also das Gewächshaus hatte ich eigentlich schon komplett aufgegeben. Auf. Und auf einmal ist hier doch noch was am Grün. Schnell die Tür wieder zu. Die Schlanggurken, die hatte ich schon komplett aufgegeben. Überall war die Spinnmilbe dran. Also das siehst du hier noch an dem Blatt. Auf der Blattoberseite siehst du diese Tausenden von Einstichstellen. Und auch auf der Unterseite, vielleicht kann man es mal einfangen, sind immer noch Spinnenmilben unterwegs. Ganz kleine, grausame Krabbeltiere. Jetzt habe ich die besprüht mit einer Brühe aus Brennnessel und Ackerschachtelhalm, einmal zur Stärkung. Und der Ackerschachtelhalm, der soll auch Pilze bekämpfen. Die hat er auch gleichzeitig noch einen Mehltau, wobei in anderen Büchern wieder steht, an der Gurke wirkt der Ackerschachtelhalm nicht gegen Mehltau, an anderen Pflanzen wiederum. Ich habe es einfach mit drauf getan, Ackerschachtelhalm und Brennnessel als Brühe zum Spritzen. Und anschließend, zwei Wochen später, ist dann der Rest vom Aufguss eine Jauche gewesen und damit nochmal gedüngt. Und die Pflanze dankt es mir jetzt mit fleißigen neuen Blüten und auch schon wieder kräftigen Gurken. Und jetzt drückt ihr mir bitte die Daumen, dass ich hier in diesem Jahr, bevor der Frost richtig einbricht, nochmal ernten kann. Noch eine Maßnahme, um wirklich auch in den Nächten länger die Temperatur zu halten. Da habe ich jetzt hier zwei Eimer und eine Gießkanne noch mit aufgestellt, um einfach die Wärme zu halten. Also die Sonne heizt das Gewächshaus auf, heizt das Wasser mit auf und nachts gibt dann das Wasser nach und nach die Wärme wieder ab. Ich habe noch mal ein paar Kohlrabi-Pflanzen ausgesät, die möchte ich noch ins Gewächshaus bringen. Zumindest das, was die Schnecken mir übrig gelassen haben. Auf die andere Seite, gegenüber von den Gurken, die ich noch drin gelassen habe. Ja, wollen wir mal sehen, ob das noch was wird, denn jetzt haben wir
11. September. Na, wird schnell kalt. Hier kommt noch mal die letzte Anzucht Eisbergsalat. Also da sind schon schöne, kräftige dabei. Der hier ist das nächste Mal fertig. Den lassen komischerweise auch die Schnecken in Ruhe. Vielleicht auch eine Variante. Also Beweis dafür vielleicht hier. Habe ich gerade wieder eine Schnecke entdeckt. Also die begnügt sich lieber mit irgendeinem anderen Blatt. Mal Lust zu den Hühnern zu gucken. Die habt ihr ja zwischendurch schon auf den Videos hier und da mal rumspringen sehen. Aber das ist die halbe Wahrheit. Die Hühner, die habt ihr auf den Videos noch nicht gesehen, weil das sind jetzt neue Hühner. Also wir waren einmal mutig und haben geschlachtet, selbst geschlachtet, lecker Suppe gekocht und hier sind jetzt wieder neue Hühner. Kann ich dir noch voller Stolz unser Hühnerhaus zeigen. Das hat meine Frau mit mir zusammen selbst gebaut. Die Elemente, die waren vorher schon in anderer Form vorhanden. Das war das Kinderspielhaus. Das stand aber bei uns auf einem anderen Grundstück. Und jetzt haben wir die Bretter alle einzeln abgebaut, alle Balken. Und deswegen ist das jetzt auch so ein massives Teil geworden. Hätte ich das komplett neu gebaut, dann wäre das ein dünneres Balkenmaterial gewesen. Auf alle Fälle finde ich sehr schön, dass die Nester hier draußen sind und für 6 Hühner reichen diese 2 Legenester vollkommen aus. Och, und da ist auch was drin. 2, 4, 5. 5 Eier. Das gibt heute wieder lecker Rührei. Und genau, gehen wir mal auf die andere Seite. Da kann man dann wunderschön hier auch von der Seite ran und gucke, sogar Licht haben wir eingebaut. So. Und dann haben sie hier ihre Stangen und haben auch ausreichend Platz, wie ich meine. Okay, kommen sie gleich, neugierig wie sie sind. Ich gucke die mit dem Orangenring. Die ist immer besonders neugierig. Das war auch die erste, die schon unterwegs war. Die hat gar keine Angst. Nicht, dass der Hund sie mal irgendwann fangen wird. Wenn die jetzt nämlich im Freien hier unterwegs sein dürfen, ja, wenn nichts mehr groß abzuernten ist, dann können die den ganzen Gartenbereich für sich selber nutzen. So, nicht, dass du dir falsche Hoffnung machst, dass du hier jetzt gleich rauskommst. Hier kannst du das nochmal ganz toll sehen. Ihren Stallbereich, den haben die schon komplett das Gras runtergefressen. Jetzt am Wochenende, wenn die Hühner sauber gemacht werden, dann wandert das Gatter einmal weiter auf den frischen grünen Bereich. Also haben wir Rasensaat und ein bisschen Phacelia mit ausgesät. Wird also jedes Mal umgegraben. Und hier, ja, da siehst du den Bereich, so sieht es dann aus, wenn es gerade frisch gegraben ist. Also hier wird wirklich umgegraben, damit der ganze, ja, Hühnerkot alles sich irgendwie zersetzen kann. Also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen hygienischer ist. Und die finden es auch ganz toll, wenn sie zwischendurch immer was Grünes picken können. Na, und hier kommen jetzt verschiedene Sachen schon hoch, Gras und Gelbsenf und Phacelia. Und dann haben die immer was Frisches zu picken. Und nachher, wenn hier draußen alles soweit abgeerntet ist, dann können die gerne im kompletten Gartenbereich rumtoben und können überall picken und scharen und sollen schön fleißig nach den Eiern von den Schnecken suchen. So, und
Und hier, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir schon in den, sagen wir mal, Erholungsgartenbereich. Im Schrebergarten muss man ja eine strenge Regel einhalten. Ne? Drittelregel, also ein Drittel Erholung, ein Drittel Blü und Stauden und Kram und ein Drittel Gemüse. Ob ich das hier wirklich einhalte, weiß ich nicht. Es interessiert auch nicht wirklich jemanden. Also wir sind da sehr locker eingestellt vom Verband her. Aber ein Gesetz gibt es natürlich trotzdem. Also wenn jetzt einer kommen würde, dann müssten wir alle im Lineal hier rumrennen und das alles einhalten. Ne? Hier lagern schon unsere Zwiebeln und Knoblauch ist schon aufgehängt. Hier der erste Vorrat vom Kürbis, also alles drüben abgeerntet. Na und dann schließt sich hier der Kreis mit ein paar Obstgehölzen. Und die Bärensträucher hier an der Seite, da soll im nächsten Jahr auch noch ein bisschen mehr Vielfalt rein. Also ich habe schwarze, weiße Johannisbeere, rote Johannisbeere, Stachelbeer, zwei verschiedene Sorten. Preiselbeere, Heidelbeere, dann kommt noch die Apfelbeere dazu, Aronia und was hatte ich mir noch aufgeschrieben, eine sibirische irgendwas. Also ich stöber meine Bücher durch und immer wenn ich was Interessantes finde, wird das aufgeschrieben und kommt dann auf meinen Wunschzettel mit drauf. Und hier wird es sicher auch nochmal eine Veränderung geben, weil wenn ich mir den Blühpflanzenbereich hier drüben anschaue, das ist ein sehr schmaler Streifen. Und für diese großen Stauden, gerade der hinten, der so pinkblühende Dost, der ist so breit und buschig, also der braucht eigentlich viel mehr Platz. Hier muss ich nochmal komplett umsetzen, dann kommen hier kleinere Blühstauden oder ich müsste das Staudenbeet verbreitern. Also hier ist immer was zu tun, es soll aber nie in Arbeit ausarten, weil ich gehe auch noch einen Beruf nach und es soll Spaß machen, die Familie soll sich hier auch erholen können und da ist auch gerade diese grüne Wiese wichtig, dass man mal ein Zelt aufbauen kann, dass man mal Ball spielen kann, dass man hier Freunde einladen kann mit an die Feuerstelle und die Feuerstelle hat natürlich auch noch einen Nutzen. Hier in der Feuerstelle, da hole ich mir natürlich meine Holzasche, die ich dann auf dem Beeten wieder verteile. Also irgendwo ist das alles ein Kreislauf. Ich hoffe, der Rundgang hat hier Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Ich konnte so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und du konntest die Standorte von den Gartentipps mal sehen. Ja, nicht jedes Detail, was hier ist, wird es zu einem 1001 Gartentipp schaffen. Nicht alles wird in irgendwelchen Experimenten dabei sein. Und ich denke mal, wenn man das mal fortsetzt, immer mal wieder so einen Gartenrundgang, dann hast du einen ganz guten Überblick. Also wenn dir das gefällt, Daumen nach oben, kleinen Kommentar reinschreiben, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn dir das nicht gefällt, einfach mal Daumen nach unten. Erzähl mir auch, was dir nicht gefällt, was soll ich anders machen oder weglassen. Oder wenn es dir nicht gefällt, dann schau es einfach nicht. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir ein traumhaftes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.